Mein Name ist Gary Blumack. Ich bin ein Überlebender auf YouTube. Ich sende auf allen Frequenzen. Ich bin jeden Tag auf YouTube, egal um welche Zeit, egal wie die Sonne steht. Vielleicht aber auch nur mit Wiederholungen. Wenn ihr da draußen seid, wenn irgendjemand da draußen ist, ich kann Fußballmanager bieten. Ich kann Geschwätz bieten. Ich kann 1860 bieten. Wenn irgendjemand da draußen ist, irgendjemand, bitte, du bist nicht allein. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim Fußballmanager 20 mit dem TSV 1860 München. Ja, hallo auch. Das war ja eine lange Phase jetzt hier ohne Fußballmanager. Fast eine Woche. Da geht schon mal einem die Schnappatmung los, da muss ich sagen. Es ist natürlich eine wilde Zeit. Ganz, ganz wilde Zeit. Ich finde es sehr spannend, muss ich sagen, weil das ist wirklich was. Da steht 2080 in den Schulbüchern von 2040 drin, auf jeden Fall. Und ja, und wir sind live dabei, ob wir es wollen oder nicht. Wir machen das Beste draus. Und zwar gucken wir uns an, dass ihr Unterhaltung habt, während ihr zu Hause sitzt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Keiner ist erkrankt und keiner erkrankt irgendwann. Und ja, dann gehen wir einfach mal die Saison so weiter an mit 1860 München, ne? Ist ja jetzt, die muss ja erstmal richtig wieder zusammenfinden, was hier los ist. Wir sind Zweiter in der Liga mit 6 Punkten Vorsprung auf den dritten Platz und nach oben ist ganz dicke Luft. Also da ist momentan eigentlich der Aufstieg schon ja, in Reichweite, ne? Also das ist schon machbar auf jeden Fall. Und da werden wir natürlich uns weiterhin dran versuchen, dass wir hier mit unserer Elf des Tages quasi, mit den 11 Mann hier plus ein paar auf der Ersatzbank, das schaffen, ne? Das wäre das große Thema in diesem Let's Play. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal gegen Würzburg. Verlieren wir keine Zeit. Nicht, dass hier sonst noch was passiert, ne? Gegen Würzburg würde ich sagen, das gewinnen wir doch, oder? Wir sind 60 Punkte stärker, das müssen wir eigentlich gewinnen. Oh, ich habe noch von einem anderen Spielstand. Oh, die Sofortwiederholung an. Ach du Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Vor allen Dingen wird das übernommen. Ich dachte, das wäre dann in jedem Spielstand separat. Oh. Und ich habe auch hier, das muss ich umstellen. Da habe ich nicht aufgepasst. Tut mir leid. Ah ja, das. Guck mal, da hat der Gary eine Woche Pause und dann macht er wieder nur Schrott, wenn der wieder kommt. 2-0 zur Halbzeit nehmen wir so mit, gerne. Ja, gut, liebe Leute, das war nix. Wir werden gleich noch eine Runde weitermachen. Ich will jetzt auch nicht neu laden, das ist ja auch doof. Vor allen Dingen, wenn man am Gewinnen ist. Ne? Wenn ich jetzt verloren hätte, hätte ich neu. Nein, hätte ich nicht. Ihr kennt mich. Aber wir führen zwar noch. Oh, gelb-rot für Schlotterbeck. Das ist natürlich doof. Aber wir führen immer noch 2-0. Hoffentlich bleibt es dabei. Sonst haben wir jetzt ein Problem. Ja. Was gibt es sonst sozusagen, meine lieben Leute? Fußball gibt es auch keinen. Und noch eine. Was ist denn hier los, ey? Verletzung. Also Sofortwiederholung machen wir nicht mehr. Das ist ja. Fallen ja die Spieler um wie Fliegen hier. Mann. Ja. Das war jetzt hier überraschend, muss ich sagen. Auch für mich. Guck mal, habe ich mich selbst überrascht. Ich bin so kreativ, dass ich mich selbst überrasche mit neuen Ideen in diesem Let's Play. Wunderbar. Wir haben einen Spielstand, der hier richtig gut ausschaut. Guckt mal hin. 30. Spieltag haben wir. 63 Punkte. Mann. Duisburg hat gegen Chemnitz gewonnen. Magdeburg verliert gegen Uerdingen. Jena verliert gegen Kaiserslautern, Ingolstadt Sonnenhof unentschieden, genauso wie Münster und Unterhaching. Braunschweig gewinnt gegen Bayern München, Zwickau unentschieden gegen Halle, Mannheim gewinnt zu Hause gegen Köln und Meppen unentschieden gegen Rostock. Also die Rostocker gegen den letzten, ach komm ey, die kriegen ja auch nichts auf die Kette. So, in der Elf des Tages ist der Mölders und der Steinhardt und der Karp und der Henderson. Ja, das waren noch richtig viele hier. Ja, gut. Gucken wir mal rein hier. Mölders hat auch jetzt Owusu bald eingeholt mit dem Doppelpack. Klasse Leistung. Wie schafft man es, dass eine Mannschaft so entfesselt startet? Verraten Sie uns den Trick. Ich habe sie richtig heiß gemacht. Ne? Wir wollten die überfallen und gleich in den ersten Minuten zeigen, dass sie keine Chance haben. Das war ein Heimspiel, da muss man entschlossen auftreten. Zack, hiff, paff, poff. Keine Bundesliga, aber Fußballmanager. So wird es jetzt in den nächsten Wochen sein. Ihr könnt darauf gefasst sein, dass ich weiterhin Folgen bringen werde. Wahrscheinlich jetzt auch in kürzerem Abstand, weil ich ja so ein bisschen arbeitstechnisch im Moment entspannt bin, muss ich sagen. Im Gegensatz zu anderen Leuten und deshalb
drücke ich allen die Daumen, die nicht entspannt sein dürfen und können, dass sich das irgendwie regelt. Ich habe Vertrauen in unsere Regierung, ich habe Vertrauen in irgendwie die Menschheit. Ich glaube, Panik bringt nichts, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt 40 Mann zu Hause einladen und eine große Party machen. Also das sehe ich dann auch nicht so. Ich gehe vor die Tür, aber auch nur, um entweder im Wald zu spazieren, schön alleine, mit meinem Kind nur, oder ich gehe halt einkaufen, ne? Mehr mache ich nicht. Basta. Und deshalb habe ich genug Zeit, jetzt hier den Fußballmanager ein bisschen voranzubringen. Ach so, zu meinen Bienen, da gehe ich auch noch hin, weil da ist auch keine Sau, außer meine Bienen. Und die, ja, die jucken dich da nicht so mit diesem Virus. Und ja, das heißt, ich mache einen schönen Garten bei meinen Bienen. Ich mache schön einen Fußballmanager und ansonsten sehe ich zu, dass ich immer mal kleinere Sachen eingekauft bekommen habe. Und dann, ich habe mich hier in meiner Ortsgruppe in Facebook auch dazu bereit erklärt, zu helfen. Und da würde ich einfach mal allen einen kurzen Appell dalassen. Wenn ihr Möglichkeiten habt, euch irgendwie mit anderen abzusprechen und so weiter, dann helft den Leuten. Dann geht mit die einkaufen, dann weiß ich nicht, sorgt was für die und so weiter und so fort. Das habe ich gemacht, ich habe mich eingetragen. Bisher hat sich noch keiner gemeldet bei mir. Vielleicht haben die auch keinen Bock, so zugeschwätzt zu werden von mir. Aber ich habe es zumindest so gemacht, dass man sich bei mir melden kann und darf. Und ich kaufe ein. Ob ich alles kriege, kann ich nicht verraten, versprechen. Aber ich mache das. So, wir haben neue Leute hier auf den Trainerbanken. Wir haben Sean Adi bei Burghausen. Ja, klasse. Wir haben Thiago Motta bei Montpellier. Wir haben Markus Bayerle bei Offenbach. Und Paulo Sosa bei Boavista Porto und Marco Imhoff für Florian Kohfeldt bei Bremen. So, generell ist es eine schöne Zeit. Spielt Brettspiele zu Hause. Das kann ich auch noch empfehlen. Habe ich auch angefangen. Klasse. Klasse Sache, mit seinen liebsten Brettspielen zu spielen. Man muss allerdings gewinnen, so wie ich. Dann macht Spaß. Meine Frau sagt, macht keinen Spaß. Gut, wen haben wir denn hier? Giandro Orellana, den sollten wir, glaube ich, wegen oder für unseren Francesco scouten. Der taugt für uns nichts. Er hat ja hier negative Eigenschaften und ist jetzt auch nicht so super stark. So, und dann sind wir auch beim nächsten Thema. Ich sollte vielleicht noch in eure Kommentare reingucken. Ne? Das wäre noch eine gute Idee. Gucken wir mal, wo mache ich das jetzt erstmal hier? Warte mal gerade. Voreinstellungen. Entscheidung vor jedem Spiel. Ah, und dann war da wahrscheinlich sofort Wiederholung von irgendeinem Schisswanner an. Okay, aber wir können ja hier einfach immer Textmodus machen, weil was anderes machen wir eh nicht. So, das macht vielleicht Sinn. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein bei YouTube, weil bei FM-Blogger gab nichts zu melden. Und da haben wir Cofaro. Warum hat Manchester City das alte Vereinswappen? Also ich habe jetzt mal das neue Wappenpatch endlich installiert. Ich weiß nicht, ist das neue? Keine Ahnung, müsst ihr mir sagen, ich bin da immer so schlecht drin. Ich kenne das BVB-Wappen, da weiß ich, es ist schwarz-gelb, steht BVB drauf und 09, fertig. So, Isländer, er hat endlich mal die Chance, den ersten Kommentar hier zu lassen und finde gut, dass wir nicht nach Bremen gegangen sind. Das wäre nicht so Gary-Style. Läuft außerdem super und der Aufstieg ist doch machbar. Ja, genau. Und der Ronny freut sich auch. Zwei wichtige Siege, schön, wie die Moral stetig am Steigen ist. Wo ich gerade Ronny lese, passt mal auf. Der gute Paulaner hat mir noch ein paar Spielerbilder gemacht. Und zwar zum Beispiel Hotman Al-Kabari hat ein Spielerbildchen bekommen. Schön, oder? Super hat er es gemacht. Super. Ich werde demnächst auch mal wieder Bilder aktualisieren. Also die Trikots auf Köpfe packen, damit die alle gleich aussehen. Von verschiedenen Mannschaften. Die Packs kann ich eigentlich mal verlinken. Wenn ihr mich daran erinnert, verlinke ich euch die Packs unten. Ob wir im Mittelfeldspieler, ja, ich hätte gerne schon Verstärkung, ne? Der Wein fügt sich, das ist natürlich cool. Verstärkung ist sinnvoll, wir brauchen allgemein mehr Konkurrenzkampf. Das ist natürlich cool, coole Reaktion von dem Kerl. Gefällt mir. So, dann machen wir weiter. Santa Bartox, endlich habe ich euch eingeholt. Super Let's Play, mach weiter so. Hast mit mir einen treuen Zuschauer. Ja, Santa, herzlich willkommen. Es gab auch noch ein paar, die mir YouTube per Mail geschickt hat. Ich muss mir die Namen nochmal aufschreiben, aber ihr werdet alle neu erwähnt. Teichef, gute Entscheidung, bei 60 zu bleiben und ansonsten Führung auf Platz 3 ausgebaut. Das ist doch alles klasse, sagt der Gute. Ja, sehe ich auch so. So, dann haben wir noch den Frank Schönekes. Finanzsituation entspannt sich hoffentlich, wenn die Ligaprämien ausgegeben werden. Ja, das haben wir auch. Und ja, die Fortbildung hat nicht stattgefunden, Frank.
Jonas Buhr, die Siege wollen nicht aufhören. Bei ihm in Niedersachsen sind die Schulen ab Montag geschlossen. Ja, bei uns auch. Herzlich willkommen in meiner Welt. Peter Schwandes, der Kollege, kommt von Instagram. Finde ich super. Einer, der von Instagram rübergeschwappt ist, der Schwandes, der Peter. Und er sagte, meine Stimme passt nicht zu meinem Aussehen. Ja, ich sehe irgendwie grüner aus. Hinter den Ohren? Oder politisch? Man weiß es nicht. Peter, ich freue mich, wenn du weiterhin kommentierst und mitmachst hier. Finde ich super. Neue Leute braucht das Let's Play. Und der Peter hat auch direkt noch eine Frage. Wir gucken gerade noch die Topspiele und dann gehen wir die Frage an und dann geht's weiter. Uerdingen gegen München ist das Topspiel. Da müssen wir punkten. Dann sind wir quasi schon durch, würde ich sagen. Unterhaching Braunschweig und Bayern gegen Zwickau. So, wenn wir hier jetzt gewinnen, ne, dann sind wir durch. Dann sind wir durch, wenn ihr mich fragt. Ganz klar. So, guck mal, was wir eine tolle Mannschaft zusammengestellt haben, ey. Da musst du hier fast schon fragen, was mit dem Agu ist. Den kannst ja, wir spielen mal so weiter. Wir spielen mal so, wie das hier so angesagt ist. Das sieht mir ganz ordentlich aus. Medienarbeit zahlt sich aus. Wir haben in Island neue Leute kennengelernt. Ja, super. Super. Gut, dann noch die Frage von Peter Schwandes. Wenn ich jetzt mit einem Zweitligaverein durchstarte und mich in die erste Liga etabliere, steigen dann auch die Fans realistisch, so dass ich das Stadion ausbauen kann und mehr Zuschauer kommen. Liebe Leute, ich habe bei sowas noch kein Problem festgestellt, weder bei Hansa Rostock noch bei irgendwem anders, aber ich habe halt auch ein seltener Stadion, krass schnell und wie sagt man denn, ausführlich ausgebaut, auch bei meinen privaten Spielständen mache ich das eher so peu à peu und das passt eigentlich immer ganz gut. Wenn jemand einen Tipp hat oder eine Antwort auf Peter, dann bitte, ob die Zuschauerzahlen hier in unserem FM20 vernünftig steigen, weil es gab wohl im 18er das Problem, dass die Zuschauerzahlen da nicht so hinterherkamen. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf Prestige an. So, wir werden heute sehen, dass wir hier Gras fressen, oder? Oder? Ja, das machen wir. Ich hätte sonst noch sowas gern gesagt wie, heute ist ein Pflichtsieg. Oder so. Erste Minute, erste Ecke, Rubaschewski bringt die rein, in der Mitte ist Uhuso, der köpft den Ball, aber er kommt in Rückenlage, deshalb ist der Ball für Lukas Königshofer keine große Gefahr. Der hätte den Ball aber auch festhalten können. Stattdessen nächste Ecke. Da ist ja richtig was los hier. Zweite Ecke schon in der ersten Minute. Owusu wieder mit dem Kopfball. Ah, aber der köpft den Königshofer hier warm. Zweimal ein Ball, den man gut als Keeper einfach halten kann. Egal, zwei Schüsse aufs Tor ist schon mal mehr als kein Schuss aufs Tor. Und die nächste Ecke in der 10. Minute, Rubaschewski übernimmt diese, hebt die Hand. Da macht er da so ein cooles Zeichen und bringt den Ball rein. Und da ist Dominik Marot, der den Kopf rausköpft, den Ball rausköpft mit seinem Kopf natürlich. Jan Kirchhoff, was macht er? Der bringt den Ball irgendwie zu Dominik Schatt. Dann geht er aber nicht an Marot vorbei. Oh, Kirchhoff, da hätte er bald hier das erste Gegentor verursacht. Und die vierte Ecke jetzt schon in der 14. Minute. Rubaschewski und schon wieder Owusu. Aber diesmal Jan Kirchhoff einen Schritt schneller. Ich habe da schon den Owusu gesehen. Die fünfte Ecke. Mann, was ist denn hier los? Rubaschewski bringt sie rein. Königshofer hat sie aber aus der Luft runtergeangelt, die Kugel. Das könnte ja hier einen Rekord geben mit Ecken. Weiter so auf jeden Fall. Liam Henderson nimmt den Ball da schön mit der Brust mit. Und dann lupft er den nach hinten. Dennis Daube ist da richtig nass gemacht worden. Meine Güte, super. Schöne Flanke von Owusu von der rechten Seite. In der Mitte ist Mölders, der misst da frei mit dem Kopfball. Aber was macht denn der? Da kriegt er keinen Druck hinter den Kopfball. Och, was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Oh, erster Angriff der Uerdinger. Matuschik auf Grimaldi. Und der Ball geht ganz knapp am Tor vorbei. Also da, uiuiui. Schon wieder Matuschik, aber diesmal ungefährlich. Ganz ungefährlich. Ja, Rubaschewski, sechste Ecke. Da kommt der Ball vor Schatt hin und der schießt. Ah, Tor vorbei. Uiuiui, den könnt ihr doch mal reinmachen, Mensch. Mann, Mann, Mann. Ja, wo ich euch auch noch drum bitten würde, wäre, dass ihr euch nicht um Panik mache, aber auch nicht um Stünsches beteiligt. Also, was manchmal da im Internet so steht und wer da schuld sein soll und so, ey, da fragst du dich auch. Das sind doch alles so Leute, die sowas erzählen. Die drehen bei Tetris auch das Viereck, glaube ich. Also ganz ehrlich, ey, muss man doch nicht unterstützen, so ein Blödsinn. Bitte, bitte einfach vernünftig bleiben. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen können. Vernünftig bleiben und menschlich bleiben. Dann läuft das auch mit dem Virus. Gut, jetzt geht's weiter. Ich habe aber
komplettes Verständnis für Leute, die wirklich darunter finanziell auch leiden und Probleme bekommen. Aber irgendwie werden wir das bestimmt als Gesellschaft auffangen können. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wir gehen weiter. Jean-Manuel Mbom kriegt hier die gelbe Karte und wir sehen in der zweiten Hälfte den ersten Angriff über die Uerdinger Seite. Gündüz auf Daube und der kriegt den Ball nicht an Früchten vorbei. Der hat ja super gehalten. Klasse. Jetzt mal Lion Henderson auf der halbrechten Seite. Schießt einfach mal drauf und Königshofer kratzt den Ball zur Ecke. Das ist die siebte Ecke. Gibt's doch gar nicht. Jetzt muss man mal ein Treue machen mit so vielen Ecken. Königshofer hat aber schon wieder die Lufthoheit. Holt den Ball einfach runter und ja, es gibt die nächste Ecke. Und die ist schon wieder für Königshofer. Also jetzt ist aber hier, muss man irgendwann auch mal was machen. Klares Foul von Grimaldi an Mölders im Strafraum. Da reicht der Schiedsrichter. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ui, ui, ui. Jetzt aber bitte. Elfmeter in Krefeld. Mölders legt sich den Ball zurecht. Läuft an. Guckt. Schießt. Königshofer hält. Nachschuss. Hat den schon wieder. Der geht Doppelparade. Königshofer. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn los mit dem Typen, ey? Der hält ja alles. Hat der Magnete an den Händen oder was? Oh, Mann, Mann, Mann. Die erste Ecke für Uerding von Großkreuz. Aber auch die ist schwach und Früchtel kann diese runterholen. Meine Güte, liebe Leute, wir müssen jetzt mal hier ein Tor machen. Andrich geht in den 16er rein. Wartet zu lange, verliert den Ball wieder gegen Königshofer. Und es gibt noch eine Ecke. Die 90, ich glaube bei 12 oder so liegt unser Rekord. Ne? Die kommt jetzt auch ziemlich gefährlich. Königshofer fliegt heran, prallt in den Pfosten und Marot kann klären. Ah, Mann! Weiter so. Mann, 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 wir müssen doch jetzt mal hier Tore machen irgendwie. Auf der anderen Seite verkürzt sich so zumindest nicht der Abstand. Ne? Das sind jetzt dann auch 6 Punkte. Aber wenn wir hier gewinnen würden, dann wären das schon 8 Punkte. Dann wären wir doch eigentlich schon durch. Ach, meine Güte. 20 Minuten haben wir noch. Es ist ein Auswärtsspiel. Wir sind auswärts sehr, sehr stark unterwegs. Das müssen wir doch jetzt hier mal ausbauen. Schöne Flanke von Owusu. Der ist auf die Seite ausgewichen. Bringt den Ball in die Mitte auf Liam Henderson. Und der, der hat den Kopf auch nur zum Hut tragen. Also zum Köpfen auf jeden Fall nicht. Der Ball ging nämlich sonst wohin. Uerding über den Bomb und der spielt den Ball zu Daube, der verzieht. Aber dann kommt da Grimaldi angerutscht und macht den Ball rein. Oh nein, 1:0 für Uerdingen. Und auf einmal sind es keine großen Abstände mehr zu Platz 3. Auf einmal sieht das hier ganz wild aus. Uiuiui. Gönçeroğlu mit der guten Form mit mal reingekommen, in der Hoffnung, dass der irgendwas reißen kann. Die letzten 10 Minuten. Oh. Jetzt wird hier der Aufstieg irgendwie doch nochmal gefährlich. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Statistikzentrale, guckt mal hier, ey. 15:5 Torchancen. Und wir haben keine reingemacht. Das ist zu wenig. Hätte ich mal sofort Wiederholung gemacht, wa? Eieieiei. 10 Minuten haben wir doch. Und schon wieder Uerdingen mit einem Bomb. Der dreht sich und schießt einfach mal, ohne hinzugucken. Aber das ist kein Problem für Früchtel. 6 Minuten haben wir noch und es kommt nur Uerdingen. Was ist denn hier los? Wittroff sucht den Abschluss und wieder Früchtel da. Und dann kommt Dennis Traube, aber der kommt nicht an den Ball dran. Uiuiui, das ist auch geil. Der TSV 1860 München ist dabei, nach 0 Spielen wieder ein Auswärtsspiel zu verlieren. Das ist auch schön. Nach 0 Spielen, ja. Die zehnte Ecke, Kubaschewski, sucht nach einer Anspielstation, jetzt kommt der Ball hoch hinein und dann ist Kevin Großkreuz da, köpft den Ball weit weg und der Ball landet bei Owusu. Der schießt einfach mal drauf, der Ball fliegt und ist drin. Da ist er drin in der 89. Minute. Sehr gut, sehr gut. Nochmal, kommt auch noch nach vorne noch. Noch ein Ding. Auf geht's, liebe Leute. 1 Minute Nachspielzeit. Da geht noch was, da geht noch was. Komm. Und? Nein, Schlusspfiff. Unentschieden. Naja, okay. Besser als eine Niederlage. Niederlage wäre schon echt knackig geworden. Und ja, dieser Typ, ne, wenn der nicht hier Spieler des Monats wird, allein durch dieses Spiel hier, dann weiß ich auch nicht. Ey. Mann, was hat der gehalten? Der Königshofer, der alte Österreicher. Huiuiuiuiui. Krasse Sache. Ergebnisse, wir gucken rein. Bayern München gegen Zwickau verloren. Unterhaching unentschieden gegen Braunschweig. Sonnenhof verliert gegen Münster. Chemnitz gegen Ingolstadt. Deutlicher Sieg für Lautern gegen Duisburg. Und die Würzburger verlieren gegen Jena. Hansa Rostock unentschieden gegen Magdeburg. Klarer Sieg von Köln gegen Meppen. Und Halle verliert gegen Mannheim. Gucken wir mal in die Spieltagsstatistik. Da haben wir Schatt drin. Ja, auch schön.
Wer ist denn hier am meisten nominiert worden bisher? Großkreuz, Spieler des Spiels ganz oft. Und 5 Nominierungen, genau wie Andrich, aber der ist nicht ganz oft Spieler des Spiels geworden. Owusu, der ist sogar noch realistische Chancen, auch so ein Torjägerkanone der zweiten Liga, dritten Liga hat er auch noch, muss ich sagen. Ne? Da muss ich jetzt noch ranhalten, dass er noch welche macht. So, ja, wir haben aus Versehen ein Sofortwiederholungsspiel gemacht und deshalb würde ich sagen, bringen wir auch noch ein Spiel, oder? Alles andere macht ja keinen Sinn. 100.000 aus einer Erbschaft, sehr schön. Alles andere macht keinen Sinn. Verfolgt ihr das mit der Bundesliga? Da wird jetzt geschrien und gejaucht und geweint und sonst was wegen Geld, was jetzt nicht mehr reinkommt. Und da frage ich mich ernsthaft, irgendjemand da aus der DFL hat gesagt, wenn wir jetzt keine Geisterspiele machen, dann gibt es keine 18 Profiklubs mehr in der ersten Liga. Also da frage ich mich ganz, ganz ernsthaft, als Laie, ne? Ich bin ja Lehrer, deshalb habe ich mit meinem freien Marktwirtschaft ja nichts zu tun, kenne mich da also nicht aus, ne? Aber so als Laie, hat mir mein Vater immer gesagt, der ein Geschäft hatte, man muss so gewisse Rücklagen haben. Und wenn man nicht ein halbes Jahr irgendwie ohne Einnahmen überleben kann, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und ganz eventuell könnte es sein, dass diese Fußballvereine das falsch gemacht haben, dass diese Spieler, diese wenigen 10, 20 Personen, die da so in so einem riesigen Verein sind, einfach unfassbar viel Geld bekommen. Und eventuell sollte man da mal so ansetzen. Ich kann verstehen, dass es schwierig ist für manche Vereine, da ihre ganzen Mitarbeiter und ihre Kosten zu decken. Aber es kann doch nicht sein, dass man jetzt schon sagt, wenn man bis April oder Mai keine Geisterspiele machen kann, dann sind wir alle pleite. Also ich bitte euch, was ist denn da los? Das ist doch komplettes Misswirtschaften. Senkrechtstarter der Saison übrigens, Christian Früchtl, finde ich super. Und Dominik Schatt ist auch noch dabei. Wie sieht es in der ersten Bundesliga aus? Gucken wir gerade mal die Premier League, da geht's auch. Ne? Morgan Gibbs White und Phil Foden, der ist sowieso ja auch so in der Realität ein ziemlich cooler Typ, was Abgehfaktor angeht. Sambo Sissoko, hat er kein Bild? Braucht er kein Bild? Kennt man den nicht? Man weiß es nicht. Ich fände auf jeden Fall gut, wenn sich die Bundesligaspieler so ein bisschen an der NBA orientieren würden, weil da haben ganz viele, nicht alle, aber viele Spieler von der NBA einfach Geld an ihre Vereine oder an diese Hallen gespendet, wo alle möglichen anderen Leute angestellt sind, der Pommesverkäufer, der Aufräumer, der Security-Dienst und so weiter, und haben gesagt, ey, wir verdienen so viel Geld, wir geben einfach mal mehrere hunderttausend Euro ab an unsere Hallen und die sollen damit die Mitarbeiter bezahlen. Das würde ich mir durchaus erhoffen von Bundesligaspielern, ehrlich gesagt. Ja. München-Rostock ist jetzt das Topspiel. Ja, dann haben wir noch Jena gegen Uerdingen und Kaiserslautern-Chemnitz. Klasse Sache. Schlotterbeck ist wieder dabei. Der hat seine Sperre abgesessen. Aber es hat ja auch ganz gut funktioniert ohne ihn. Ne? Trotzdem, Tim Rieder kommt nicht raus. Dafür kommt der Schlotterbeck rein. Angebot für Dominik Schatt. 150.000, das ist ja nix. Das ist ja Mehrwert, ja, das ist 270 wert. Außerdem haben wir so viele Laien, dass wir nicht die paar Spieler, die uns gehören, noch unbedingt verkaufen sollten. Ne? Das hat nämlich noch, fällt mir gerade auf, der Kollege Paulaner geschrieben gehabt. Der meinte nämlich, oh, könnte ein bisschen böse aussehen, wenn jetzt Saisonende ist und wir dann die ganzen Laien abgeben müssen. Das hier, den haben wir übrigens gescoutet, ein ganz cooler Typ, aber ein bisschen schwach auf der Brust. Ein bisschen schwach. Wir gucken gleich mal rein. Ich zeige euch, warum das nicht so ein großes Problem ist. Andreas Paulsen, der kickt hier bei uns so hier rum. Das ist einer von den Leuten, die wir mal nachgucken wollten für das Forum im FM-Talker-Bereich. So. Ich zeige euch, pass auf. Verträge. Wir haben ganz viele Laien, das stimmt. Aber die Verträge enden fast alle von denen, die wir jetzt nicht verlängern wollten. Da müssen wir noch welche nachholen, neue Spieler in der neuen Saison. Ich bin gespannt, wie wir das alles hinkriegen. Aber ihr habt gesagt, wir sollen keinen verlängern. Und die Laien, die sind erst nächstes Jahr zum Teil erst dran. Also hier Owusu zum Beispiel ist dann dran und Tim Rieder. Und dann gibt es sogar noch welche, ganz viele Laien, die wir hier haben. Zum Beispiel Henderson und Agu.
die erst 2022 aufhören, genauso wie Andrich und so. Also da haben wir noch ganz vorgesorgt, wie das so ist, ne? So. Müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Meine Lieben. Ja, wir gehen auch gegen Rostock ran. Gegen den Ex-Club. Das ist auch ein tolles Ende von dieser Session quasi. Das können wir machen. Und dann werden wir in den nächsten Tagen wieder eine Folge raushauen. Ne? Das können wir dann machen. Wir werden mal 100.000 hier an den Verein spenden, damit wir irgendwie wieder ein bisschen was reinkriegen und die Budgets mal ausbessern können. Ne? Finanzstatus. Da können wir zum Beispiel mal irgendwie hier die Gehälter. Können wir mal gucken, ob wir da nicht noch was reinkriegen. Finanziell nicht hoch genug, um diese Summe zu gewähren. Oh, das ist doof. Vielleicht hätte ich weniger machen sollen. Ich Doofkopf. Gut, die Änderung geht jetzt auch nicht diese Woche. Okay. Na gut, dann ist das so. Liebe Leute, wir gehen gegen Rostock ran. Wir werden gegen Rostock gewinnen, auch wenn ich Rostock mag. Kurze Ansage, knackig, frisch und frech, ne, wie ihr Negeri kennt. Und auf geht's. Auf geht's in den 31. Spieltag. Meine Güte, die haben da Angst vor uns, die Rostocker. Und wir gehen drauf und zeigen denen, dass wir auch Angst verbreiten können. Ne? Auf dem Fußballplatz natürlich nur. Nur auf dem Fußballplatz, liebe Leute. Und auch nur im Regelwerk. Kevin Rubaschewski, der ganze Eckentreter, geht jetzt mal mit nach vorne, geht an Neidhardt vorbei. Nein, verliert den Ball, aber er holt ihn sich wieder. Sehr gut gemacht vom jungen rechten Verteidiger. Bringt den Ball dann auf Owusu hin und der an die kurze Ecke Schuss. Markus Kolkel dreht den Ball noch um den Pfosten rum. Um den Pfosten rumgedreht noch. Meine Güte, und Überraschung, Ecke. Rubaschewski tritt diese erste Ecke. Das Heimteam erhält seinen ersten Eckball. Rubaschewski reagiert gedankenschnell, nutzt die Unachtsamkeit der Hanseaten und bringt den Ball scharf herein. Am Fünfeck ist Müllers völlig frei, aber der Kopfball verliert das Ziel aus den Augen. Was ist denn hier los? Es geht ja richtig rund auf einmal. Nils Putzen geht da ganz schlecht in den Zweikampf gegen Andrich, der ihn einfach nass macht. Und dann mit der Picke schießt er rein. Zack! 1:0. Der Ausstieg ist doch quasi sicher. Meine Güte, ist übrigens schon der 32. Spieltag. Von der rechten Seite jetzt eine Flanke von Dominik Schatt. Kai Bülow springt am Ball vorbei. In der Mitte kommt dann Mölders auf den Posten mit dem Kopfball. Markus Kolke hält es. Uiuiui, Robert Andrich spielt jetzt schon wieder den Ball Richtung Mölders, aber der schießt den Ball weit am Tor vorbei. Und von uns grätscht leider keiner rein. Schade, schade, aber so ist es. 1860 ist jetzt total konzentriert und Rostock verliert keine Zeit. Über Pascal Breyer geht der Ball von der rechten Seite in die Mitte. Da ist Omladic und der flankt sofort. In der Mitte ist Malmann da, Kopfball, aber drüber. Puh. Wollison Malmann, geiler Name auch, hat den Ball da nicht reinmachen können. Und Rostock findet sein Spiel. Weitgezogene Omladic-Flanke, Malmann bekommt den Ball, legt ihn ab auf Ciljanovic und der nimmt den Ball aus 18 Metern. Christian Früchtl springt. Toll gehalten. Toll gehalten. Eckball für Hansa Rostock. Von Nick Omladic. Und in der Mitte Pascal Breyer an dem kurzen Posten. Am Tor vorbei. Hoi, hoi, hoi. Da müssen wir jetzt mal sagen, hier Konzentration, liebe Leute. Uerdingen verliert währenddessen den Aufstiegsrelegationsplatz momentan an Kaiserslautern. Hoi, hoi, hoi. Kai Bülow mit einer gelben Karte. Weil er den Ball da mit der Hand mitnimmt. Klares Foul von Malmann, aber klar an Philipp Steinhardt. Es gibt schon wieder Elfmeter. Zwei Spiele, zwei Elfmeter. Das haben wir auch selten. Owusu legt den Blick zurück, läuft an, aber schon wieder verschossen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir mal Elfmeter-Training machen, habe ich das Gefühl. Meine Güte. Andrich auf Mölders, der geht volles Risiko. Bricht den Leder, aber in die zweite Etage. Mann, 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 Hansa Rostock jetzt über Malmann, der behauptet erstmal Ballbesitz, guckt, dann sieht er da Ciljanovic und den Ball bringt er auf Tor. Christian Früchtl kann den Ball aber parieren. Gut gemacht, diesen Schuss von Goran Ciljanovic, einfach mal so gehalten. Meine Herren, die erste Halbzeit ist vorbei. Wir sind gut gestartet, haben auch ein Tor gemacht, aber jetzt so hinten raus haben wir doch ein bisschen, ja, wie sagt man, Vogelwild sind wir da unterwegs. Ne? Also das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr lockerlässig, was wir da machen. Steinhardt darf mal wieder raus.
Und Rubaschewski, ne, der bleibt mal auf der rechten Seite. Hat er gut gemacht. Agu kann ja auch auf der linken spielen. Genauso werden sie noch machen. Sehr gut weiter so. Ich wurde übrigens gefragt, bevor ich jetzt weitermache und ich wieder verliere, ich wurde übrigens gefragt, wann es denn wieder eine Live-Folge gibt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal in ein Haus einziehen können, aus der Wohnung raus und dann unten im Keller ein Räumchen frei ist für mich. Und dann könnte ich abends zum Beispiel einfach eine Live-Folge machen. Das ist im Moment, jetzt habe ich die Musik angemacht, Moment. Das ist im Moment nicht so gut lustig, jo. Ganz langsam, Gary. Ganz, ganz langsam. Das ist im Moment nicht so gut möglich für mich, weil abends, wenn ich dann Zeit hätte, dann ist quasi im Nebenzimmer meine Frau mit der Kleinen unterwegs. Und wenn ich dann da hier rumschreie wie so ein Bekloppter, ne, dann sagt die auch, du hast auch einen Schatten, ey. Geh mal heiß duschen und mach alle wach. Ne? Das geht nicht. Also im Moment ist abends eher schwierig mit Live-Folgen. Ich glaube, das wird sich auch auf längere Zeit nicht ändern. Wolle ist ein Mann. Mit dem Passspiel auf Marco Königs, der schießt den Ball aber auch deutlich am Koffer bei. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier wieder Land schnuppern können. Aha, kaum gesagt, ist da mal der Mölders am Start. Der schießt, macht auch das. Ach na, ich habe schon gesehen, der macht zwar das Tor, aber die Fahne war oben. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten. Es war abseits. Ecke von der rechten Seite für Rostock. Omladic bringt den Ball auf Schlotterbeck, der klärt den Ball. Genau, Schivanovic, Fuß und der schießt den Ball rein. Ich habe noch gesagt, ne, wir kriegen hier gerade zu viel drauf. Das ist nicht gut. Wenn wir hier gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall den Aufstieg sicher. So ist es immer noch möglich, dass wir das nicht packen können. Ne? Ryan Henderson hat es mal versucht. Jetzt über den Konter geht es mal mit 1860. Liam Henderson vor Kolke. Der legt den Ball auf Mölders. Der muss nur noch einschieben. Aber dann schießt er doch vorbei. Das ist doch auch traurig sowas. Das ist aber auch traurig. Ach Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Milis Pipic kommt für Wollison Malmann. Und Hansa Rostock ist wieder am Start. Dreier auf Schivanovic. Und der nimmt das Ding aus dem Lauf. Haut ihn aber auch. Über die Latte drüber. Oh, Agu ist erstmal raus, muss behandelt werden. Hoffentlich bleibt das nicht dabei. Pepic auf Öztürk, der vollkommen frei. Wo ist denn die Innenverteidigung? Kopfball, aber Christian Früchtl ist da. Wo ist denn die Innenverteidigung? Was machen die denn da? Meine Herren. Meine Herren. Wenigstens auch mal offensiv, aber schon wieder. Ball ist im Tor drin, aber abseits. Mann, Mann, Mann. Zweite Ecke in diesem Spiel. Rubaschewski. Aber die ist schwach und da ist Nils Gutzen, der Rechtsverteidiger, und kann den Ball klären. Es gibt die nächste Ecke von der linken Seite. Rubaschewski kriegt den rein. Mölders und Öztürk gehen zum Kopfball und Tanju Öztürk kann sich da durchsetzen. Viertelstunde ist noch. Wir brauchen hier einen Sieg. Der eine Punkt bringt uns auch nicht wirklich weiter. Dann können wir auch verlieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, ob wir aufsteigen oder nicht. So, Hauksson hat übrigens auch ein Bild, habt ihr gesehen. Julian Riedel kommt jetzt für Adam Streit. Und wir haben noch eine Viertelstunde. Ah, du versuchst nochmal, lässt sich aber jetzt mit starken Schmerzen auf den Platz fallen. Ach, das ist doch bitter. Ist das bitter. Wer kann hier links spielen? Dominik Schatt, okay. Nils Schlotterbeck kann hier auch spielen, dann können wir Tim Rieder in die Mitte bringen. Und, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht noch mit einem Gedankenblitz Timo Gebhardt oder so. Auch wenn der Andrich ein gutes Spiel gemacht hat, jetzt hinten raus hat man auch nicht mehr viel von ihm gesehen. Und deshalb hoffen wir einfach mal, dass Timo Gebhardt jetzt irgendwie noch seine erfahrene Routine reinbringen kann, um vielleicht die Lücke zu reißen. Ne? Aber erstmal Rubaschewski, der Rechtsverteidiger geht mit nach vorne, flankt auf Dominik Schatt. Dann schießt der vollkommen knallhart aufs Tor. Kolke reißt die Füße nach oben, die Füße natürlich. Aber der Ball ist drin, sehr gut. Die Hände reißt er natürlich nach oben. Und das Ding ist drin, Dominik Schatt, der eben noch gekauft werden wollte von anderen Vereinen. Schießt für uns das 2:1. Ja, sehr, sehr gut. Und es gibt weiter Druck Seiten der Löwen. Ecke von Rubaschewski auf Chabot. Der ist vollkommen frei in der Mitte. Der muss den nur noch reinmachen. Und das macht er auch. 1:3. 1:3. Damit ist der Aufstieg doch sicher, meine lieben Leute. Wunderbar. Super. Wie geil ist das denn? Rubaschewski nochmal mit einer Ecke. Aber diesmal kann Hansa Rostock klären. Ach super, dass uns Hansa Rostock den Aufstieg beschert. Die sind sowieso fernab von allem.
auf dem 10. Platz. Die können nicht absteigen, nicht aufsteigen. Dann ist doch schön, dass wir gerade hier gegen unsere alten Freunde das machen können. Und ich das noch gerade. Und dann ist die Gebhardt am Start. Der bringt den Ball auf Schad, der flankt. Und Kolke klärt den Ball zur Ecke. Die 6. in diesem Spiel. Also wir haben viele Ecken im Moment. Kubaschewski bringt den Ball schon wieder auf Chabot. Aber diesmal kriegt den Ball nicht so schön gedrückt. Hat er fast einen Doppelpack gemacht hier, der Julian Chabot. Kubaschewski darf nochmal. Im Moment klärt aber erstmal Riedel den Ball. Nach außen weg. Hat ist da. Bringt den Ball in die Mitte rein. Da ist Owusu und der ist Kubaschon frei. Die haben wohl keine Innenverteidiger da. Noch bei Ecken. Die stehen alle an der Mittellinie und wollen den Konter einleiten. 17. Tor Owusu. 4:1. Wo kommt denn das auf einmal her? Wo kommt denn das auf einmal her? Man weiß es nicht. Zack, ist es einfach da. 4:1. Irgendwoher einfach mal geklaut, die 3 Punkte. Also zwischenzeitlich sah es übel aus. Da hatte ich schon gedacht, wir verlieren vielleicht sogar. Und dann auf einmal, zack, schlagen wir zu. Meine Güte, wir gucken die Tabelle an und wir sehen, wir haben 6 Punkte Vorsprung und wir haben die bessere Tordifferenz und wir werden aufsteigen. Davon ist doch auszugehen. Davon ist doch auszugehen. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Egal, wir gucken mal rein. Also Kaiserslautern hat Chemnitz besiegt. Jena verliert gegen Uerdingen und deshalb ist Kaiserslautern immer noch 4. und nicht 3., weil Uerdingen halt hier gewinnen konnte. Duisburg gewinnt gegen Kickers aus Würzburg. Das wird leider trotzdem nichts mehr. Ich glaube, die Absteiger stehen jetzt hier fest, wenn ich das so richtig sehe, wenn wir uns hinten die Tordifferenz ansehen. Tja, leider gibt das nichts mehr mit euch da unten, ihr 4. Münster gegen Ingolstadt unentschieden. Braunschweig gewinnt gegen Sonnenhof. Zwickau gewinnt gegen Unterhaching. Mannheim, Bayern unentschieden. Meppen verliert gegen Halle. Und Magdeburg unentschieden gegen Viktoria Köln. Und wir steigen einfach mal auf, meine lieben Freunde. Wir steigen auf in der ersten Drittligasaison. Klasse. Sehr, sehr klasse. Dann auch hier 3 Leute in der Elf des Tages. Das ist wirklich schön. Meine Güte. Beste Spieler. Was haben wir da? 2 Tore sind noch bis zu Proschwitz hin. Mach die mal noch, lieber Owusu. Mach die mal noch. Eintracht Braunschweig ist damit sicher aufgestiegen. Ja, ungefähr sind die schon seit 10 Spieltagen sicher aufgestiegen. Also ich weiß ja nicht, das ist auch ein bisschen Clickbait, was die jetzt mal betreiben wollten. Ey. Aber wir fallen nicht drauf rein. Ne? So, Scouting abgeschlossen, okay. 12 Tage fällt Felix Agu aus. Das ist natürlich nicht okay, das ist schade um ihn. Aber so ist das schon mal. Dann müssen halt die anderen für ihn ins Feuer springen. Ne? Das, so ist das. So machen wir es auch. Und wir gehen noch bis zum nächsten Spieltag und dann, meine lieben Leute, ist hier schon wieder Schluss. Aber wir werden jetzt wieder öfter senden können, weil einfach ein bisschen die Stresssituation, das Chaos, die Anarchie irgendwie raus ist. Und dann kriegen wir es auch hin, dass wir öfter wieder auf Sendung gehen können. Ne? Und bringt eure Freunde mit. Wenn ihr schon nicht mit euch den treffen könnt und so, ne, dann sagt denen, ey komm, wir gucken zeitgleich den Gary und machen währenddessen noch eine Skype-Übertragung und dann freuen wir uns über den Dünnschiss, den der immer mal so schwätzt und ziehen über den her. Macht das mal. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar neue Abos bekommen, das finde ich super. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 340. Richtig, richtig schön. Vielen lieben Dank dafür. Rodrigo Caio von Flamengo Rio de Janeiro zu Leicester City. Aha. 16 Millionen wert, der Typ immerhin. Aha. 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 Ja gut. Dann ist es so, ne? Nächster Gegner wäre Viktoria Köln. Das ist dann das vorletzte Spiel. 33. Spieltag. Nächste Folge gibt es die Aufstiegsfeier, meine lieben Freunde, würde ich sagen, oder? Nächste Folge ist große Aufstiegsfeier angesagt. Meine Güte. Und da gibt es natürlich noch ein paar Entscheidungen, die fallen. Zum Beispiel in der Champions League oder in der Europa League. Da haben wir leider noch nichts mit zu tun. Aber wer weiß, vielleicht demnächst. Ne? Vielleicht demnächst. Könnte alles sein. Wer weiß es denn. Hier sind wir auch 50 Punkte stärker gegen Köln. Da sind wir eigentlich auch zum Siegen verdammt, so ungefähr. Das müssen wir ja hinkriegen. Und ja, wir können noch nicht so sehr nach neuen Spielern Ausschau halten, weil wir einfach kein Geld dafür haben. Ich hoffe, dass wir noch die Budgets ausgeglichen bekommen. Zumindest so 2 oder 1 von beiden, weil sonst haben wir ein Problem, dann werden wir vielleicht sogar gefeuert, obwohl wir erfolgreich sind. Da kennt nämlich manchmal der Fußballmanager kein Erbarmen. Dann gibt das einfach eine Entlassung, obwohl man eigentlich gut unterwegs war. Einfach, weil man die Budgets nicht im Blick hatte.
Aber wer erfolgreich sein will, der muss auch schon mal ein bisschen über die Grenzen gehen. Ne? Naja, so ist das schon mal. Wir sind erfolgreich, wir sind sehr, sehr erfolgreich im Moment. Das ist schon eine tolle Sache hier. Und mit dem schönen Blick hier auf die Tabelle sagt der Gary auf Wiedersehen. Ach nee, Quatsch, warte mal, der Gary schwätzt ja Unsinn. Jetzt raff ich auch, warum Braunschweig jetzt erst, um Gottes Willen. Wir sind ja 20 Mannschaften. Wir haben ja 4 Spieltage mehr. Das heißt, wir haben 38 Spieltage, nicht 34. Das heißt, wir haben noch 6 Stück vor uns. Eieiei. 6 statt 2 Spieltagen. Das heißt, wir sind noch gar nicht aufgestiegen. Und da den ein oder anderen von euch, ich weiß, ist schon die Hutschnur bald geplatzt, was der Gary hier wieder schwätzt. Ne? Oh, da müssen wir ja noch... Eieiei. Ah, dann ist das natürlich noch doofer, dass wir letztens da nicht gewonnen haben. Ne? Das ist ja doof. Doof, doof. Egal, ist so. Dann haben wir halt noch ein paar Spiele mehr zu berichten. Ist doch auch schön. Ja, wir wollen speichern. Ihr seht hier, wenn ihr aufpasst, ganz viele neue Saves von mir. Ich habe ein paar Saves angefangen, ein paar Spielstände, weil ich eben nicht senden kann, aber doch Bock auf Fußballmanager hatte. Vielleicht gibt es zur nächsten Folge ein paar interessante Infos. Erinnert mich mal dran. Schreibt mir das in die Kommentare. Macht's gut, der Gary ist weg. Bis dann. Tschüssi.